Es war einmal ein junger, dummer Drache, der einen weisen und gerissenen Löwen aufsuchte, um dessen Jagdrevier zu kaufen. Der Löwe hatte aber kein Interesse und sagte zum Drachen: Verpiss dich! Doch der Drache wollte nicht gehen. Hoppala. Woraufhin der Löwe mit dem Drachen spazieren ging und ihm 5 Kugeln in den Drachenschädel jagte. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast. Ich begrüße das Team. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, ich bin der Erik. Ich grüße euch alle und die Hörer natürlich auch. Und ja, aber zuallererst gehen erstmal ganz, ganz liebe Grüße an alle St. Pauli-Fans da draußen. Genießt das Wochenende, ihr seid toll. Die Hamburger Stadtmeister. Genau, also herzliche Glückwünsche. Da, ja, das hat voll verdient. Nicht nur euch geholfen, auch hier uns in Stuttgart hat es sehr geholfen. Und es wurde sehr bejubelt im Stadion, jedes Tor und ja. Okay, und wenn wir einmal dabei sind bei positiven Nachrichten, vielen Dank an den Alexander H., der uns eine PayPal-Spende hat zukommen lassen. Eigentlich, das war schon vor der letzten Sendung, habe ich vergessen zu erwähnen. Und damit ich es nicht nochmal vergesse, setze ich es gleich mal an den Anfang. Und an den Cedric, der ein neuer Patron geworden ist auf Patreon, auf unserer Patreon-Seite, auf dem Brad Pitt-Level. Ich denke mal, er wird auch rein aussehensmäßig sehr nah an Brad Pitt sein, wenn er hier uns so toll sponsort. Ja. Vielen Dank an euch alle, die den Kinocast hier am Leben halten mit solchen kleineren oder größeren Spenden. Jeder Euro hilft und motiviert uns. Jawohl. Und Dank. Damit ihr auch was habt von eurem Geld, steigen wir doch mal ein in die Filme, die wir gesehen haben. Der Chris war in der, na, erzähl mal selber über die Jubiläums-Sneak-Preview. Ich habe ja ein bisschen was gepostet von deinen oder repostet von den Bildern. Ja, ich konnte gar nicht so viele Bilder machen, weil ich direkt zum Arbeiten eingespannt wurde. Involviert, du warst ja das Jubiläum sozusagen. Nein, ich bin nicht das Jubiläum. Es ist, wir hatten 20 Jahre Metropol-Sneak Stuttgart, also die Sneak im Metropol in Stuttgart, weil die Innenstadtkinos dieses Jahr halt mehrere Geburtstage feiern und seit 20 Jahren gehört eben das Metropol-Kino auch zu den Innenstadtkinos und da haben sie auch im Februar mit der Sneak gestartet und die läuft jetzt seit 20 Jahren dort. Wir haben das, also es wurde mal so grob ausgerechnet. Das hätte sogar fast auf den Tag genau hat es gepasst mit der ersten Sneak. Und was waren die erste Sneak eigentlich? Weiß man das? Oh, Moment, da müsste ich. Ich gucke mal kurz nebenher, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich weiß aber, dass ich es rausgesucht habe mal. Okay. Ich weiß nur, ich selbst moderiere das jetzt auch schon seit 11 Jahren. Die erste in Gera weiß ich nämlich sogar. Das war American Werewolf in Paris. Wow. Das ist ein gründer Erfolg. Ja. Geil. Das war kein schlechter Film. Nee, deswegen sag ich ja, so geil. 97 oder so war das, ja. Also die haben ein bisschen später angefangen mit der Sneak. Also es muss ja eher gewesen sein bei, oder? Nee, warte mal, 1999. Hä? Ja, dann war's. Haben die erst 99 angefangen? In Stuttgart? Kann ich ja kaum glauben. 20 Jahre? Doch. 2020? Nee, 2000. Ja, siehst du mal. Echt? Okay. Hätte gedacht, die haben eher angefangen. Okay. Wie dem auch sei. Also ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Also ich suche noch nebenher. Genau. Und ja, deswegen gab es Kuchen für alle. Es gab Geburtstagskuchen. Und auch schön die Sache, es war mal hier. Ah, hier. Die Sneak Nummer 1 am 14. Februar 2000. Also es war wirklich fast auf den Tag genau. War der Film The Chill Factor. Ich such mal was zu dem Film hier. Oder kannst du dich noch erinnern, was da ging? Nee. Da war ich nicht drin. In der ersten Sneak war ich nicht dabei. Ich bin erst ein paar Jahre später dazu gestoßen. Ich war 5 Jahre alt, da konntest du ja schlecht. Nein, da war ich tatsächlich schon 20 Jahre alt. Das kann man bei mir relativ leicht ausrechnen. Ja. Der Chill Factor mit Cuba Gooding Jr. und Skeet Ulrich. Ah, oh, der war ja damals mal eine Zeit lang angesagt. Eine biologische und chemische Waffe explodiert bei Temperaturen über 50 Fahrenheit und die fällt in die Hände von Terroristen und die muss dann wieder zurück. Klingt wie eine 24-Folge. Oder so eine Art Speed hier, sowas darf nicht mehr als 50 km/h oder nee, über 50 km/h. Hm.
Ich meine aber, mich tatsächlich an diesen Film zu erinnern, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich werde ihn nochmal nachholen, weil ich glaube, ich habe den, bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich hole den mal nach bis zur nächsten Folge, die erste ist okay. In Stuttgart. Ja, die erste Sneak in Stuttgart. Und wir erinnern uns mit Freuden zurück an die 1000. Sneak, was wir auch hatten. 1000. Wie hieß der Film? Mit Yolande Moreau, das war Louise Michel, wenn ich mich recht erinnere. Die 1000. Nein, die 1000. war das mit den Russen in Österreich. Ach so, ja, das war Kaviar. Ja, mit der Kaviar. Brücke. Was war das mit der? Das 750. oder sowas, ne? Oder 500. Ach, keine Ahnung. War auch irgendwie so. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber, die 500. war Louis Hired a Contract Killer. Ja, genau. Das war, dann war die das mit Yolande Moreau, genau. Mit meiner Belgien. Genau. Jetzt allerdings haben wir 20 Jahre Sneak gehabt, wie gesagt, und hatten diesmal einen, wie ich finde, absoluten Kracher in der Sneak mal wieder, der, wie ich mir habe sagen lassen, auch zurückgehalten wurde, extra für die 20 Jahre, der nämlich schon seit 2 Wochen auf Halte stand bei uns, also der hätte schon früher kommen sollen. Und zwar der neue Film von Guy Ritchie, The Gentleman. Hätte ich auch gern gesehen. Also, ich weiß nicht, es gibt bestimmt schon welche, die haben den Trailer gesehen oder davon schon gehört. Matthew McConaughey spielt mit, Charlie Hunnam, so heißt es, spielt mit, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Michelle Dockery. Unglaublich gut besetzter Film. Und ein Guy Ritchie-Film kann man glaube ich, mal bedenkenlos fast schon anschauen, weil mittlerweile unfassbar gut. Mittlerweile, weil der hatte ja eine schlechte Phase, als er mit Madonna verheiratet war. Da waren die Filme alle scheiße, die er gemacht hat. Aber mittlerweile stimmt's, da kann man alles wieder gucken. Also ja, also King Arthur, Legend of Swords, ja, okay. Aber Snatch zum Beispiel fand ich klasse. Bube, Dame, König, krass, die Serie. Dingsen. Ja, also ganz arg viele coole Sachen schon gemacht. Und jetzt eben der Gentleman. Es geht einfach und schlicht und ergreifend darum, dass der aus den USA nach England gezogene Drogenbaron Mickey Pearson, also Matthew McConaughey, der hat ein ganzes Netz aufgebaut von Grasfarmen, also von Marihuana-Farmen in ganz England, indem er da immer den ansässigen Lords und dem ganzen Adel so unter die Arme greift, weil immer wenn die was geerbt haben, stehen die da, haben ein Riesengrundstück, haben ein Riesenhaus, aber kein Geld. Sprich, er ist in diese Marktlücke rein und hat gesagt, hey, ich unterstütze euch da und bla bla bla, ich miete mich da ein. Und zwar immer schön unterirdisch mit seinen Marihuana-Farmen, die unfassbar groß und unfassbar viel Geld abwerfen. Und er beschließt eben, dass diese Farmen oder sein ganzes Netzwerk verkauft werden soll. Und das ruft Matthew auf den Plan, also Jeremy Strong, der eben das übernehmen möchte für natürlich einen Preis. Am Anfang sind 400 Millionen Dollar, 400 Millionen Pfund sind im Gespräch, ist ja alles auf Englisch, 400 Millionen Pfund im Gespräch, das zu übernehmen. Und das ist so ungefähr in etwa die Handlung, worum es gehen sollte. Nur, womit keiner rechnet, ist, dass Fletcher, Hugh Grant spielt Fletcher, der erscheint eines Abends in der Villa von Ray, also von Charlie Hunnam. Und Ray ist der Concierge quasi von Mickey Pearson, also sein vertrautester Mitarbeiter, sein krassester Typ und alles Mögliche. Und der will quasi ein Drehbuch verkaufen. Also er hat ein Drehbuch geschrieben, der gute Fletcher, und möchte eben diese Geschichte erzählen. Und er erzählt dann ganz genau die ganzen Hintergründe von diesem Deal, weil er ist dem Ganzen auf die Schliche gekommen. Was natürlich ein bisschen ätzend ist, weil er viel zu viel weiß. Und er möchte auch seinen Anteil am Kuchen haben, weil er sagt, ja hier, also wenn ihr nicht wollt, dass es veröffentlicht wollt und so, dann die und die Summe hätte ich dann gerne. Aber natürlich will ich euch nicht erpressen, sondern ist ja eine Win-Win-Situation. Ihr habt eure Ruhe und ich habe mein Geld und alle sind zufrieden. Und es wird wirklich am Anfang erstmal so die ganze Geschichte erzählt, quasi von Hugh Grant, wie halt alles sich so abspielt im Hintergrund, wer wie was, wer wen beschattet hat und wer mit wem zusammenhängt, und es ist zum Schießen. Es ist so teilweise richtig, richtig schwarzer, düsterer Humor. Da fallen auch mal College-Studenten fallen aus Versehen vom Balkon. Das ist schon so,
Und haben die auch alle wieder so lustige Namen, so Nick der Schlitzer und Paul das Beil und so. Ja, nicht ganz, aber es gibt einen, der heißt Fuhrhack. Also der schreibt sich Nick der P-H-U-C, nein, Fuck, also so. Fuck spielt mit. Das gibt es im Trailer, gibt es die Szene schon, also Fuck mit, ja, aber mit P-H, also P-Hack. Nein, das was Fuhrhack, da schon entsteht. Fuhrhack, oder so Englisch aus. Ja, genau, Fuhrhack. Jedenfalls, es sind wirklich so skurrile Sachen. Wie gesagt, da fällt der da runter, dann ist natürlich da auch wieder eine russische Familie dahinterher. Dann bekommen andere noch auch Wind von dem Deal und wollen natürlich da auch reinbrechen, weil die wollen natürlich alles haben. Und wird dann immer so ein bisschen aus zwei Seiten erzählt. Also einmal die Seite von Fletcher, der erzählt so, ja, hier in meinem Drehbuch und hahaha, das ist alles so ganz cool. Und dann Ray, der sagt, okay, pass auf, so und so war es wirklich. Oder, es gibt dann einen Überfall auf die Dingsen, auf die eine Farm, auf die eine Grasfarm von Mickey Pearson, wo ein paar, ja, mit 20er da einsteigen oder da reingehen und da kräftiger aufräumen als gedacht. Also da stehen dann nachher auch die Schützer der Grasfarm stehen bei Mickey Pearson und der eine sagt, oh, die hatten es echt drauf. Also der völlig vermöbelt sieht aus so, wow, die waren echt stark, oh, die hatten es echt drauf, also hat uns echt überrascht und bla bla bla. Ja, ist halt so, die waren halt stärker wie wir, haha. so in der Art. Und du denkst dir nur so, scheiße, hoffentlich schießt er den jetzt hier nicht über den Haufen, weil er einfach nur frustriert ist. Also großartig. Dann noch natürlich die Frau von Mickey Pearson, Rosalind Pearson, also Michelle Dockery, die eine Werkstatt hat und da auch an den Autos rumschraubt und da ist auch einer, der immer das Gras testen darf, weil der hat so die absolute Ahnung, aber sonst arbeiten da eigentlich nur Frauen und also komplett ein Konstrukt gemacht. Ja, Guy Ritchie hat da wirklich ein riesen Konstrukt gebastelt, das so schräg teilweise ist, aber so gut und auch irgendwo ein Stück weit glaubwürdig. Dann gibt es natürlich noch Colin Farrell, der eine besondere Rolle einnimmt. Er heißt im Film schlicht Coach. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz zurück. Gerade eben habe ich gesagt, ja, ein paar Jugendliche waren ziemlich gut trainiert und haben den Dinger überfallen. Überlegen wir mal ganz kurz, wie Colin Farrell wohl zu denen steht. Also nicht Jugendliche, sondern mit 20er. Das ist nämlich Danny, ihr Boxtrainer. Ah, okay. Der nichts von dem Überfall wusste. Und schon wird es spannender. Der steht dann auch dran so, bitte sagt mir nicht, dass es bei Mickey Pearson geklaut habt. Doch. Und dann, wie gesagt, es spielt sich ganz arg viel dann auch über Ray ab, über Charlie Hunnam, der unfassbar lustig und gut spielt. Also einfach so. Ah. Und es gibt so viele What the fuck-Momente einfach in diesem Film und so viele abgefahrene Sprüche und so viel irgendwie auch teilweise richtige Gewaltszenen, wo du allerdings im größten Teil, also 90%, wo du dir nur denkst, so. Kann jetzt nicht wahr sein. Du hockst nicht schockiert da, sondern du hockst echt dran und musst dir eigentlich fast schon das Lachen verkneifen, weil es teilweise so skurril ist. Ja, eine Szene, wo der Jugendliche oder ja, wo der College-Student vom Balkon runterklatscht und da sind dann noch drei Kids davor, die natürlich gleich mal Handy raus, wow, filmen das und dann steht halt die ganze Crew von Ray drumherum und sagt so, oh Gott, ja, vielleicht sammeln wir mal die Handys ein. Und es beginnt dann kurz so eine richtige Verfolgungsjagd, die auf, also die auch völlig skurril teilweise endet. Und es ist einfach so herrlich. Es ist so herrlich, weil es so konsequent immer so ein Ticken drüber ist. Aber trotz alledem echt eine richtig gute Geschichte auch erzählt. Also ich denke, im Saal alle sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also es gab am Ende des Films gab es wirklich Applaus im Kinosaal und zwar nicht zu knapp. Also es war nicht nur so ein bisschen Klatschen vereinzelt, sondern es war wirklich, ich würde mal sagen, 80-90% des Kinosaals haben wirklich applaudiert nach dem Film, weil er hat einfach Spaß gemacht, er war actionreich, er hatte einen tollen Spannungsbogen, eine witzige Geschichte. Es war eine absolut runde Sache. Also ich habe echt brutal viel Spaß gehabt. Der lief ja auch schon in anderen Sneaks. Also auch schon sehr, sehr, sehr gut angekommen, der Film. Ich glaube, den merke ich mir auf jeden Fall vor. Ich glaube, da gehe ich halt so einfach mal rein.
Auf jeden Fall, aber ganz, ganz fett vormerken. Ich mag ja auch die Lock, Stock and Two Smoking Barrels hier, oder wie auf Deutsch heißt, Bube, Dame, König, Gras. Naja, aber auch Matthew McConaughey hat übrigens großartig gespielt als Drogenboss. Also echt herrlich. Ich glaube, ich gerne im Original sehen, weil es ist immer so, die haben so ein, ja, weil die halt so Englisch und dann haben sie auch so verschiedene englische Akzente drin, gerade bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels, so herrlich, ne? Die dann so mit ihren verschiedenen Akzenten und großartigste Szene, auch bei Lock, Stock and Two Smoking Barrels finde ich immer noch, wo der eine den Witz erzählt im Auto und dann wird so hin und her geschnitten und dann schneiden die immer noch bei der Pointe wieder zurück und ja, dann ist die, dann habe ich halt die genommen, die gehustet hat. Alle lachen im Auto, du weißt aber nicht warum. Und dann wird wieder hin und her geschmissen. Ja, aber so in diese Richtung geht es jetzt auch wieder. Also und Jeremy Strong, also auch großartig gespielt, einfach mit seinen Mossad-Krabben im Hintergrund und meine Mossad-Krabben werden das schon erledigen und blablabla. Es ist so gut. Es ist wirklich so gut, weil jeder hat so wirklich seine Rolle und wie gesagt, Colin Farrell hat mir gut gefallen in dem Film. Charlie Hunnam fand ich großartig. Hugh Grant, großartig. Wie der einfach diesen Fletcher spielt, der ziemlich am Ende des Films dann aus den Miramax-Studios rausläuft, weil er da das Drehbuch verkaufen will. Und lauter so Sachen. Es ist einfach herrlich. Richtig, richtig herrlich. Also ich kann ihn wirklich jedem nur empfehlen, wenn man verdammt gut unterhalten werden möchte, einen richtig coolen Film sehen möchte, der fast 2 Stunden geht, aber die vergehen rum wie im Flug, weil einfach cool. Richtig, richtig cool. Also ich habe ihn jetzt mal bewertet, auch bei IMDb, mit 9 von 10 Punkten, weil, Hammerstreifen, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ah, der startet ja diese Woche, sehe ich gerade. Na, mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja mal da irgendwie rein. Da kann man mal reingehen, ja. Ja, denke ich auch. Jetzt, wo ich ihn verpasst habe in der Sneak. Apropos verpasst, wie sehen denn die Tipps aus für morgen? Der Hinweis? Ich verpasse dir die Tipps, ja. Der Tipp für den 24.02.2020 für die Sneak Nummer 1040 lautet Naturtalent. Und ist da schon was eingegangen, Kate? Nein, tatsächlich nichts. Oh, dann müssen wir jetzt live mal. Ja. Der Chris weiß es ja wahrscheinlich, dann darf der nicht mitmachen. Oh, jetzt wollte ich gerade mitmachen und gewinnen. Naturtalent. Da geht es ja bestimmt um irgendwas, was irgendjemand irgendwie gut kann, aus irgendwelchen Gründen vielleicht. Was läuft denn da so an? Gleich mal gucken. Känguru-Chroniken? Nee. Vielleicht der Spion von nebenan. Wo die kleine Nachbarin hier, das ist mit Dave Bautista, wo der irgendwie so eine Nachbarin hat. Und die Kleine stellt sich so als Naturtalent heraus für Spionage, weil der erwischt die bei irgendwas und ich glaube, das tippe ich mal. Das könnte sein. Das könnte ja der passen. Spion von nebenan. So. Das wäre mal ein Tipp von mir. Was haben wir noch so, was da passen könnte? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Vielleicht auch irgendwas mit Musik oder so? Kommt irgendwas mit Musik raus? Keine Ahnung. Kommt bestimmt. Oder Mulan, vielleicht kommt Mulan. Wie ist das da bei Mulan? Ist die Naturtalent? Nein. Ein mutiges Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um ihre Heimat zu beschützen? Ja, aber die... Also im Original muss die schon ganz schön strugglen. Und dass sie da die ganzen Prüfungen besteht, um dann in den Krieg ziehen zu können. Peter Hase 2. Ein Hase macht sich vom Acker. Der erste war süß. Jetzt holt aber wieder die Schrote raus hier. Also falls jemand, ich sehe gerade Undine läuft auch an, da habe ich den Trailer letztens gesehen. Da spielt die junge Dame, die Paula Bär von Bad Banks 2 mit. Ich gucke ja jetzt gerade die, Bad Banks mit. Da gibt es ja jetzt gerade die 2. Staffel, die großartig ist. Oh, die gibt es ja in der Mediathek bei Arte und glaube ZDF. Ich habe es bei Arte in der Mediathek geguckt. Hammer. Also mir hat ja die erste Staffel schon total gut gefallen. Und die 2., die ist nochmal, also wie sie das wieder hingekriegt haben, alles, absolut Hammer. Ja, da spielt die mit und das ist so eine Meerjungfrau-Geschichte hier, Undine, weißt du, so. Sah irgendwie ein bisschen komisch aus, der Trailer, bin mal gespannt, wie dann der Film so wird. Ja. Na gut, also, jetzt haben wir wenigstens mal einen Tipp für morgen.
Müsste es dann morgen bei mir auch wieder klappen, hoffe ich mal. Yay! Und bei mir wird es morgen ein bisschen eng, aber yay! Dann, wie, was? Echt? Okay. Ja, 21, also ich bin auf jeden Fall da. Okay. Dann, ach so, ich habe ja noch einen gesehenen Film, tatsächlich, damit wir heute überhaupt ein bisschen was zu erzählen haben. Ich habe nämlich auf ZDF Neo, lief zufällig mal, habe ich in der Programmvorschau gesehen, der Film Sneakers, deutscher Zusatztitel, Die Lautlosen. Und weil ja ZDF Neo ist in HD und so, dachte ich, ah, cool, in HD und so, mal gucken. Und habe mir den mal aufgenommen und sehe dann auch so, ey, cool, 4 Tonspuren, wow, ZDF Neo, Wahnsinn. Und schalte alle 4 Tonspuren durch, alles in Deutsch, auf irgendeine Art und Weise. Das eine ist halt irgendwie Dolby Digital, das andere ist irgendwie Stereo, das andere so. Also, sächsisch. Aber irgendwas anderes halt, ne? Für Hörgeschädigte. Da stand sogar da irgendwie Originalsprache, dann schaltest du aber um, dann war es trotzdem Deutsch. Dann habe ich halt auch gleich mal das getwittert, aber da kam keine Reaktion von ZDF Neo, ist ja egal. Habe ich den Film halt dann auf Deutsch geguckt, ich wollte ihn eigentlich gerne wieder mal auf Englisch sehen. Weil ich hatte den irgendwie mal auf DVD und habe den aber im Zuge meiner ganzen, wo ich mal so riesen Packen CDs, DVDs irgendwie abgestoßen habe, ist damit rausgeflogen, weil ich dachte, oh, den holst du dir irgendwann auf Blu-ray, was ich noch nicht getan habe. Und ja, Sneakers, Die Lautlosen, für die, die es noch nicht kennen, es ist ein relativ alter Film, an den man aber durchaus mal rangehen kann, weil der ist erstaunlich aktuell, auch aus dem Jahr 1992, habe ich damals im Kino gesehen. Hauptrolle spielt Robert Redford, auch noch mit dabei, Dan Aykroyd, Sidney Poitier, David Strathairn, River Phoenix, damals noch, der ist ja mittlerweile schon verstorben, Ben Kingsley spielt noch mit, und es ist eigentlich so eine Art, könnte man sagen, fast so wie eine Blaupause für die späteren Oceans-Filme, denn es wären halt hier die Gruppe von Typen, die sind so eine eingeschworene Gemeinschaft, so ein bisschen hackermäßig unterwegs, so haben verschiedene Hintergründe. Der eine kommt irgendwie aus dem Geheimdienst, der andere hat mal da gearbeitet und dort gearbeitet. Es wird auch alles so ein bisschen erklärt, die Hintergründe von den einzelnen Personen. Und sie bekommen dann mal den Auftrag, ein Device zu stehlen, von dem sie nicht genau wissen, was das können soll. Also die CIA tritt an sie heran, sagt, ey, könnt ihr uns mal helfen? Wir können hier keine offizielle Anfrage machen, und dadurch, dass das ein bisschen illegal ist, aber wir müssen dieses Device bekommen, weil sonst steht auch die nationale Sicherheit auf dem Spiel. Und sie beschaffen dann dieses Device und experimentieren damit ein bisschen rum und stellen fest, upsala, das kann ja wesentlich mehr, als was die uns hier verraten haben. Das ist nämlich so eine Code-Entschlüsselungsmaschine, die so ziemlich alle Codes knacken kann, auch so für interne Überwachung und quasi so die Überwachungsmaschine schlechthin, ja. Und dann wird ihnen das gestohlen, dieses Device, und sie werden auch bedroht und stellen dann fest, oh, das Büro, wo sie da bei der CIA waren, wo sie mit denen gesprochen haben, das existiert gar nicht mehr. Und stellen dann fest, oh, vielleicht waren die gar nicht von der CIA, und müssen dann selber mal Nachforschung anstellen, wo ist das Ding jetzt gelandet, weil ja, sie können ja keinem großartig was davon sagen, und müssen dann auch so diverse, noch so ein Heist durchführen, um dieses, ja, versuchen wieder zu beschaffen. Und was jetzt alles so ein bisschen sehr ernst auch klingt, ist erstaunlich witzig, und es funktioniert immer noch. Also ich kann mich da gibt es so Szenen, da könnte ich mich kaputt lachen. Also da ist zum Beispiel so ein Obdachloser, der liegt vor diesem CIA-Gebäude, wo sie am Anfang sind, und bittet um Spenden und sagt, oh, die Regierung hat mir mein Zuhause genommen. Und dann ist ja dann dieses CIA-Gebäude, wird dann irgendwie später, also dieses angebliche CIA wird dann so abgerissen, im Hintergrund so eine Bauruine, alles kaputt und so, und der Obdachlose liegt immer noch davor, sagt, oh, guck mal hier, die Regierung hat mir mein Zuhause, wo ich immer davor saß. und lauter solche Sachen. Und wenn sie dann auch so den Müll durchsuchen und versuchen, über irgendwelche Leute an entsprechende Personen ranzukommen, an Keycards ranzukommen. Es ist alles so lustig, und der Dan Aykroyd, der hat hier die ganze Zeit so Verschwörungstheorien und irgendwelche mit Kuhlippen, die an irgendwelche Aliens geliefert wurden, oder irgendwie JFK, oh, oder die gefakte Mondlandung oder sowas. Das, was heutzutage fast jeder Spinner da im Internet verbreitet, das war damals irgendwie so, in einer Person hast du mal so jemanden gesehen. Und das ist einfach echt großartig. Ja, Chris, du hast schon im Vorgespräch gesagt, du magst den Film auch, ne?
Ja, ein absolut großartiger Film. Ich erinnere mich immer wieder gern dran. Das ist auch so einer, wenn der wirklich im Fernsehen läuft, wenn man da mal durchschaltet, also so man wirklich noch dieses lineare Fernsehen anschaut, da bleibt man hängen, weil es sind einfach großartige Schauspieler, es ist großartig gedreht und es ist einfach eine witzige Story. Kann man nicht anders sagen. Also ich mag den sehr. Ist gut geschrieben, fand ich auch wieder, wo ich den gesehen habe. Also ich habe den jetzt schon Regelmäßigkeit, so alle paar Jahre gucke ich den mal. Und ich stelle wieder fest, wie gut das auch geschrieben ist, wie gut die Personen charakterisiert werden. Du weißt genau, wie jeder tickt. Jeder ist irgendwie ein bisschen anders, aber du weißt genau, warum diese Gruppe funktioniert, warum die sich alle mögen. Ja, da hat halt jeder so seine Meise. Aber irgendwie, herrlich. Und 27 Jahre alt, ne? Ja, ja, 92. Ich war damals im Kino sogar. Wow. Ja, der war echt gut. Und da bin ich auch ins Kino rein, weil irgendjemand sagt, oh, der ist voll gut. Ich dachte, hä, nie gehört, was soll das sein? Sneakers, so. Ja, deutsche Titel, die Lautlosen ist auch nicht gerade. Ja, aber sehr, sehr, sehr toller Film, den man durchaus mal empfehlen kann. Über, ja, Hacker, über, weiß nicht, ne? Aber jetzt nicht so trocken oder so, sondern auf eine extrem witzige Art. Also wer den noch nicht kennt, nehmt den mal irgendwo mit. Vielleicht läuft er auch nochmal in der Wiederholung. Vielleicht gibt es den ja sogar in der ZDF Neo Mediathek, weil so lange ist es jetzt noch nicht her, dass ich mir den aufgenommen hatte. Vielleicht eine Woche oder so. Also von mir immer noch Top-Wertung. Ich glaube, es gibt da auch so 9 Punkte oder so. Der hat mir sehr gefallen. Ja, wieder mal. Und ich muss mir jetzt doch mal die Blu-ray holen, dass ich mal den auf Englisch wieder gucken kann. Too many secrets. Jawohl. Dann werfen wir mal einen Blick, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da irgendwas dabei. Einen kenne ich ja schon. Kinocharts und Neustarts. Wir beginnen mal mit den deutschen Kinocharts, weil wir sind noch in der Transition Phase, bis wir die Metropolcharts oder die Innenstadt-Kinocharts bekommen. So lange nehmen wir mal die für komplett Deutschland. Da ist auf Platz 10 Little Woman. Moment, ich bin doch nicht so weit. Ich hab's zu spät gesehen. Oh. Oh. Ja, mein einmal Gott. Mit Profis. Ich war total versunken in eure Erzählungen. Zeit ist abgelaufen. Oh. Independence Day. Es lädt, aber es tut auch nichts anderes. Ja, dann mache ich so mal jetzt. Die 9 noch mit. Auf Platz 9, Enkel für Anfänger. Auf Platz 7, Countdown. Auf Platz 7, die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Auf Platz 6, 1917. Auf Platz 5, Parasite, der wird nämlich wieder aufgeführt, jetzt nach dem Oscar. Zu Recht, toller Film. Definitiv, geiler Film. Platz 4, Birds of Prey. Ja, interessiert euch der eigentlich irgendwie? Überhaupt gar nicht. Nee? Nicht so. Weiß nicht. Ich weiß nicht, interessieren so ein bisschen würde er mich schon. Also, aber ob ich da jetzt extra ins Kino gehe, weiß nicht. Ja, das ist es. Ja. Platz 3, Bad Boys for Life. Der interessiert mich. Ja, der auch. Platz 2, Nightlife. Das soll sehr lustig sein, habe ich gehört. Ja. Platz 1, Sonic the Hedgehog. Über den schnellen Igel. Oh, Platz 1, ja. So gut. Nachdem er doch etwas holperig ja mit dem Trailer damals und so. Jo, was läuft neu an? In Stuttgart, Der Unsichtbare. Da hat man, glaube ich, schon mal über den Trailer gesprochen. Ja, mit Hammer. Elizabeth Moss, die ja hier die, Handmaid's Tale hier? Die von ihrem unsichtbaren und gewaltbereiten Ex terrorisiert wird. Der einen Weg gefunden hat, sich unsichtbar zu machen. Wie man im Trailer schon lernt. Oh, Spoiler. Das macht es für mich ein bisschen schade, weil das alles schon verraten, aber ist egal. Dann läuft an The Gentleman. Achtung, Spoilerwarnung. Okay, könnte bitte irgendjemand dem Erik das Soundboard wegnehmen? The Gentleman läuft damit an. Der soll ganz gut sein, habe ich gehört. The Gentleman, ja. Yeah. Ja, soll ganz cool sein. Habe ich gehört, ich weiß nicht mehr wo. Ja, habe ich gehört, habe ich auch. Chaos auf der Feuerwache. Da kam gestern, ich habe hier auf Pro7 haben wir die Sendung geguckt, hier alle gegen einen mit Elton und so. Da kam mittendrin immer der Trailer in dem Werbeblock
Das sieht ja furchtbar aus. Ich weiß nicht, aber mit John Cena. Das ist mit John Cena! Ja, aber der Trailer. His name is John Cena! Der Trailer, der sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, da. Ja. Sieht echt so nach Videothekenramsch aus irgendwie. Ja. Na, mal gucken. Aber im Metropol habe ich gesehen, stehen an mehreren Stellen so Aufsteller dafür. Also, das scheint ein bisschen Marketingbudget da zu sein. Vielleicht drückt das doch ein bisschen rein. Jetzt haben ja die Kinder nächste Woche bei uns auch Ferien. Das darf man auch nicht vergessen. Da haben wir wirkliche Ferientage. Ferien sind es für mich ja, nicht. Ja, aber die Kinder haben frei, sagen wir so. Ja, ich auch. Ich bin kein Kind. Wusste mal. Kannst du auch mit Augen reingehen. Auf bei der Berufswahl, ne? Chaos auf der Feuerwache. Kannst du auch mal reingehen. Ja, genau. Das ist unbedingt das, was ich sehen möchte. Damit möchte ich unbedingt meine Zeit verbringen. Just Mercy läuft ebenfalls an. Ein Justizdrama über den wahren Fall von Brian Stevenson, der für einen unschuldig inhaftierten Afroamerikaner im Todestrakt kämpft. Mit Michael B. Jordan und Brie Larson. Der soll sehr, sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Ist auch sehr gut besetzt. Der lief in diversen Sneaks. Baba Yaga, russischer Horrorfilm. Okay, das war richtig. In dem eine alte Dämonin sich als Kindermädchen ausgibt und Neugeborene entführt. Kommt ihr nun endlich jemand auf die Spur? Gruselig. Okay, jetzt kommt Russland von oben, das Wunder von Taipei, alles Dokus. Anders Essen, das Experiment. Drive Me Home noch, ein Drama. Okay. Und noch Mom and Mom, ja. Noch so ein Drama. Dann sind wir, glaube ich, durch. Und Agrippina Händel, live, Met 2020, Musikfilm. Okay. Ja. So viel von mir. Ja. Mal gucken, was Neues so auf Disc gibt. Ich habe tatsächlich hier diese, was ich eigentlich gucken wollte mit den Kleinen, aber wir haben es nicht geschafft zum Gucken. Die habe ich geholt. Kommt vielleicht nächste Woche, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich wollte auch irgendeine Disc gucken, letzte Woche. Du wolltest Ding gucken, Benjamin Blümchen. Genau, die haben wir jetzt. Und Dora. Ja, und Dora, der Explorer. Haben wir geholt, aber haben wir noch nicht geguckt. So, was ist denn jetzt im Startreihen? Ab dem 24.02. After the Wedding läuft auf Blu-ray, kommt da raus. Gehört es zu dieser After Passion Serie? Nee. Aber es das wäre dann After Eight. Zwischen Isabel, Michelle Williams und Theresa Julianne Moore liegen Welten. Während Isabel jeden Tag für den Erhalt ihres weißen Hauses in Kalkutta kämpft, kennt die Multimillionärin Theresa solche Probleme nur aus der Zeitung. Trotzdem will sie Isabels Lebenswerk vor der Schließung retten und bietet ihr eine großzügige Summe Geld an. Einzige Bedingung ist ein persönliches Kennenlernen in New York. Ja. Okay. Soll ich weitererzählen? Nö. Nicht notwendig, nee. Dann klingt wie ein absoluter Blockbuster. Gibt es auch noch neu auf Disc jetzt Maleficent, die Mächte der Finsternis. Lief ja im Kino sehr erfolgreich. Mal gucken, wie der dann auf im Heimkino performt. Gibt es in diversen Versionen über 3D. Den habe ich auch empfohlen bei den Lift-Charts, bei den Lift-Empfehlungen. Ungesehen sozusagen. Mangels Alternativen. Ungesehen, ach so. Aber hast du nicht Systemsprenger empfohlen? Vielleicht den auch nicht gesehen habe. Ja, aber das ist und der... Als ich das geschrieben habe, war die Ankündigung für Systemsprenger noch nicht da. Okay. Kommt Systemsprenger jetzt nicht sogar auf Prime? Kann gut sein. Ich habe da was gelesen. Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule. Egal, wo Benny hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen Systemsprenger nennt. Dabei will Benny nur eins, Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutter wohnen. Doch Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benny zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalt-Trainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. Den habe ich auf jeden Fall schon hier. Und den werde ich auch machen bis zur nächsten Woche. Sehr gut. Ja, weil das ist nämlich der Film, der eigentlich hätte deutscher Oscar-Kandidat sein sollen. Und der muss wohl echt gut sein. Also da habe ich nur Gutes gehört aus verschiedensten Ecken. Also jeder, der den gesehen hat, hat gesagt, das ist der Wahnsinn, der Film. Und das ist mal wieder so ein Film, wo sich deutsche Filmemacher mal wieder was trauen. Und da muss echt gut sein. Deswegen bin ich gespannt drauf. Ich werde dann nächstes Mal. Ist bei Netflix verfügbar. Der ist bei Netflix schon. Ja, der ist verfügbar in der Flatrate. Ist ja krass. Okay. Ja, deswegen habe ich ihn auch gesehen. Also der wurde mir angeboten, dass ich ihn angucken kann. Ja, guck mal an. Weil ich habe mir als Rezensionsdisk, da gucke ich mal rein. Kannst ja mal bei Netflix reingucken. Können wir nächste Woche mal drüber reden. Bin ich gespannt. Der geht ja dann auch völlig unvorbereitet da rein. Ich ja auch. Ich habe extra nicht so viel. Aber es muss der Hammer sein.
Steht er auf dem Trauer. Ja, die Kleine muss das wohl auch unglaublich gut spielen. Mhm. Werden wir dann beurteilen. Haben wir schon mal einen für nächste Woche. Und dann war es das auch schon mit dem Blu-ray oder Heimkino Neustarts für diese Woche. Und der Chris hat hier noch eine Serie reingeschmissen, sehe ich gerade. Ja. Serien. Es geht ins Finale von The Ranch. Seit kurzem jetzt verfügbar. Das große Finale. Ich habe bis jetzt Folge 1 geschafft, wo erstmal noch nicht aufgeklärt wird, der Cliffhanger noch nicht komplett aufgeklärt wird, wer jetzt für den Mord, der passiert ist, verantwortlich ist. War das nicht so eine Comedy? The Ranch? Eine Dramedy. Es ist eine Dramedy. Also es ist nicht, wirklich Comedy. Das sag ich aber immer schon. Es ist nicht wirklich Comedy. Es ist, hat sehr, sehr lustige Momente, aber auch sehr ernste Momente und das gefällt mir so sehr an dieser Serie. Und ich bin gespannt, ob es wirklich ein würdiges Ende nimmt. Bis jetzt, die erste Folge war komplett der gleiche Charme, durchgängig. Und das macht schon mal sehr viel Bock auf mehr. Also da bin ich wirklich positiv gestimmt. Ich hoffe, dass ich bin relativ sicher, ich habe jetzt eine Woche frei, im Gegensatz zu manch anderen, dass ich das diese Woche oder vielleicht sogar am heutigen Tag noch durchbekomme. Und da kann ich beim nächsten Mal noch mehr erzählen, wie dann das Finale von The Ranch war. Und da fällt mir aber bei dem Thema Serien fällt mir noch ein, Erik, ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben für eine Serie. Oh, welche denn? Du erinnerst dich? Habe ich vergessen, meine Hausaufgaben nicht gemacht. Aha. Setzen 6. Nee, du hast hier Mythic Quest. Mythic Quest, aber, ne? Du hast gesagt, ich soll es komplett durch, habe ich noch nicht. Ja, du hast aber die erste Folge gesehen, ne? Ich habe 2 oder 3 Folgen gesehen. Und? Ja, ich finde es großartig, habe ich da aber schon gesagt, oder? Das hat er doch letzte Woche schon gesagt. Ja, genau. Aber du bist noch nicht durch. Ich habe gerade ein Déjà-vu und du wolltest dann mit mir drüber reden, wenn ich es komplett durchgeguckt habe, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und jetzt schimpfe ich mit dir, dass es eine Woche später ist und du immer noch nicht durch bist. Ja, ich hab wenigstens noch 1 oder 2 dazugeguckt, ja. Ja, ist aber sehr toll. Freuen wir uns toll. Einfach jetzt schon auf Staffel 2, ne? Also wie weit bist du jetzt? Bitte? Wie weit bist du jetzt? Habe ich doch gesagt, irgendwie 3. Folge. Ah ja. Dann kommen die Nazis noch. Oh. Und schon fangen sie an zu lachen. Kommt ihr auch auf Dinosauriern reingeritten? Ich verrate mal nichts. Ja. Na gut. Dann schauen wir, was uns da noch... bei mir ist nämlich jetzt Bad Banks, die 2. Staffel dazwischen gekommen, so ein bisschen. Und großartig. Schäm dich. Absolut großartig. Habt ihr die erste Staffel geguckt eigentlich? Nein. Oh. Ich habe mal angefangen, aber nicht weitergeguckt. Oh, ist ja Schande. So gut. na gut, dann werfen wir einen Blick in die sonstigen Rubriken. Unter anderem, wir haben ja wieder Musiktipps für euch, die wir in unserer Spotify-Musikgruppe, Playlist jetzt sammeln. Und dafür brauche ich mal kurz einen Trenner. So. Passt zum Karneval. Tätä. Oh, oh, oh. Warum hast du eigentlich keine Büttenrede verfasst? Hätte ich echt spannend gefunden. Nicht mein Fall, nee. Filmvorstellung in Reimform. Ich habe den Film nicht vorgestellt. Na, aber die Sneakers hättest du vorstellen können. Nee, das ist nicht mein Fall. Fasching ist nicht mein Fall. Aber gucken wir doch mal. Musik. Kate, was hast du ausgesucht? Ich habe heute mal einen spaßigen Song ausgesucht und zwar von Pink, Raise Your Glass. Ja, kenne ich. Habe ich sogar jetzt schon draufgepackt auf die Spotify-Playlist. Also liebe Hörer, wenn ihr da noch ein bisschen mehr Einblick in unsere Geschmäcker bekommen wollt, dann folgt mal der Spotify-Playlist, die da heißt Kinocast Songs. Da ist jetzt auch der schon drauf. Oh, haben schon einige Follower, sehe ich hier. Chris, was hast du? Ich habe L. Michaels Affair, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, mit Shimmy Shimmy Ja. Der Song kommt in The Gentleman auch vor und ich bin mir relativ sicher. Shimmy Shimmy Ja, Shimmy Ja, Shimmy Ja. Shimmy Shimmy Ja, Shimmy Ja, Shimmy Ja. Genau das. Ja. Wenn man ihn hört, kennt man ihn sofort. Und das ist einfach so ein Ding, der passt aber auch unfassbar zu dem Film. Das ist einfach so total, weil es einfach abgefahren ist. Ja, und ich habe mal von Moby, der ja hauptsächlich eigentlich immer auf Englisch singt oder seine Sachen performt, aber er hat auch ein paar Songs. Es gibt ja in diversen Ländern, zum Beispiel in Spanien und in Frankreich, gibt es da so eine Musikquote, dass
ja, du kannst rein englische Songs spielen, aber du musst dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit auch wieder französische Sachen zum Beispiel oder spanische Sachen in Spanien spielen. Und da gibt es dann so Künstler, die machen speziell für diesen Markt so eine Mischung, dass sie einen gewissen Prozentsatz ihrer Texte eben in der jeweiligen Landessprache machen. Und da hat zum Beispiel Moby seinen Song Slipping Away so teilweise auf Spanisch gemacht, hat sich da noch eine spanische Künstlerin mit dazu genommen. Und der heißt dann Escapar. Und den packe ich mal mit drauf, weil das ist so ein echt schöner Song, den man gut hören kann. Slipping Away ist schon gut, aber Moby im Duett bei Escapar klingt nochmal ein bisschen besser. So, der ist jetzt auch mit drauf auf der Spotify-Playlist Kinocast Songs. Folgt der mal und dann bekommt ihr jede Woche mindestens 3 neue Songs. Und ja, liebe Hörer, wenn ihr mal einen coolen Song habt, wo ihr sagt, müsst ihr aber mindestens in einen guten Kommentar mit einbetten. Also müsst ihr irgendwas noch mit zur Sendung sagen oder sowas und warum ihr den euch wünscht, nicht nur den Song. Und Thema Kommentare. Ja, ich hatte vorhin mal meine Seite auf. Wo ist die hin? Weil wir hatten ja zur letzten Sendung, gab es, glaube ich, Kommentare zu Jean Seberg. Der Martin hatte Gemini Man nämlich im Kino gesehen. Und der lief wohl offensichtlich auch in dieser HFR, dieser High Frame Rate 3D-Technik. Ich glaube, damals bei Hobbit oder so war das ja genauso. Und er fand das äußerst gelungen und mit das Beste am Film, aber doch mal anschauen würde er sich nicht. After Passion war in Deutschland wirklich recht erfolgreich. Er hatte immerhin etwas mehr als 1 Million Besucher. Oh, schlecht, ey. Das schafften 2019 ansonsten nur 22 weitere Filme. Obwohl das eigentlich schon ziemlich viel ist. 22 Filme über 1 Million in Deutschland. Na, mal gucken, wie sich dann, wie ist es, After Truth oder so? Ja, wie sich dann After Truth schlägt an der Kinokasse. After. Ja, pass mal auf, irgendwann gucken wir den aussehen mal und denken, oh, das ist eigentlich ein guter Film. Not gonna happen. Auch nicht. Nope. Der Thomas hat auch noch kommentiert, tolle Folge. Hallo Thomas. Er fand Hallo Thomas. Gemini Man durchaus gut und würde ihm auch 7 von 10 Punkten geben. Und der Song, den du ausgesucht hast, Chris, stammt aus der Serie Cheers mit vielen namhaften Schauspielern, die damals noch unbekannt waren. Tolle Serie. Ja, Woody Harrelson zum Beispiel, ne? Ja. Hatte ich doch auch, hatte ich Cheers gesagt? Nicht sein. Nee, überlegt, du hast Seinfeld gesagt. Irgendeine Bar-Serie habe ich, ja, ich hatte überlegt, welche das war, ja. Irgendeine Bar-Serie. Mir ist dann später, glaube ich, noch eingefallen, ja. Naja, cool. Findet heraus, wo die heutigen Songs, in welchen Filmen die aufgetaucht sind. Das ist die Aufgabe. Ich hab's gesagt. Zusätzlich noch. Das wird ja nicht der einzige gewesen sein. Hast du es nicht auch schon gesagt? Aber ich kenne noch mindestens einen anderen Song, wo der dabei war. Okay. Einen anderen Film. Ein Film. Beziehungsweise, wo der sogar im Trailer war. Ha, jetzt. Oh. Tja. Okay, dann sind wir, denke ich mal, soweit durch. Das habe ich. Ja. Habt ihr noch was? Nichts. Schweigen im Walde hier. Ja. Eishockey-Podcast gibt es auch nichts Neues mehr. Der Feed ist tot, glaube ich. Oh, nee. Fehlt völlig die Zeit. Ja. Na dann nicht. Dann, liebe Hörer, euch allen eine schöne Woche. Schaut Filme, Serien, ihr habt ein paar Anregungen bekommen. Lasst uns wissen, was wir vielleicht vergessen haben, worauf wir mal reinschauen sollten, in welchen Film, welche Serie. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis bald im Kinocast.